Misericordien! Und herzlich willkommen zu Let's Play The Witcher 3 Blood and Wine. Ja, liebe Freunde, in der letzten Folge haben wir hier das krasse Lager hier mit diesen ganzen Banditen ausfindig gemacht und vor allem auch alle eliminiert. Denn das war ziemlich gut bewacht, muss ich sagen. Und in dieser Folge zumindest möchte ich weitere Fragezeichen hier auf diesem schönen Land ein bisschen noch erkunden. Das hat ja noch so ein bisschen gefehlt, wie ich finde. Und das wäre jetzt auf jeden Fall empfehlenswert. Schauen wir mal ganz kurz nach hier in der Weltkarte. Moment, hier. Genau, da war nämlich das erste Fragezeichen noch. Und das will ich halt noch ein bisschen hier erforschen, bevor wir uns dann natürlich noch mit der Hauptstory da irgendwie wirklich, ja, beschäftigen. Da kommt ja nochmal einiges auf uns zu. Und dieser DLC ist halt auch der letzte DLC, was unter anderem auch der Grund ist, weshalb ich das jetzt auch so ein bisschen, ja, erleben möchte. Ich will es einfach sehen. Ich will es erleben. Ich will es genießen, das Spiel. Oh, da hinten ist ein Wicht. Und der ist, glaube ich, ganz schön heiß auf uns. Ja. Hi, Wicht. Die Dinger kenne ich gar nicht. Wahrscheinlich sind sie aber alle mal. Nichts da. So, der Arm ist ab. Was hat der bewacht überhaupt? Nehmen wir mal alles mit. Da war sogar ein Ohr oder so dabei. Was ist denn hier? Oh. Halten zum Interagieren. Mach ich doch gerne. Du hast einen Fertigkeitenpunkt erhalten. Ja, das könnte auch interessant sein. Viel später, wenn wir dann halt mal wieder skillen sollten. Jetzt gerade mache ich das noch nicht. Aber wir öffnen ganz kurz die Weltkarte und schauen, wo hier das nächste Fragezeichen ist. Hier zum Beispiel, ne? Da können wir ja nochmal hingehen. Mann, Mann, Mann. Es macht, wie gesagt, es macht weiterhin so viel Spaß. Ich bin selbst ein bisschen verwundert, weshalb das auch vor allem so viel Spaß macht. Denn ein DLC sonst sollte ja nicht so gut sein oder nicht besser sein als das Hauptspiel. Aber hier habe ich das Gefühl, dass dieser DLC besser als das Hauptspiel ist. Merkwürdig, oder? So, liebe Hunde. Ich würde die gerne mal ignorieren, wenn das geht. Autsch. Oh, die wollen es aufnehmen mit mir. Ich mag eigentlich Hunde. Hunde will ich gar nicht töten jetzt. Aber gut. Dann mache ich das mit denen. So, weiter. Ist jetzt egal. Ignorieren, ignorieren, ignorieren. Weiter. Da ist schon unser Fragezeichen. Ein bewachter Schatz ist hier. Oh, hier sind weitere Wildhunde. Okay. Ich nehme die Herausforderung an. Autsch. Nur Wildhunde? Das war's? Das ist ja schwach von euch. Nur Wildhunde. Was haben die denn eigentlich zu transferieren? Ach, rohes Fleisch. Fleisch brauche ich nicht. Ich bin ja sowieso Vegetarier. Hier ist wieder rohes Fleisch. Moment mal. Hier in der Truhe müsste was sein. Ja, komm. Habe ich mal alles mitgenommen. Okay, das wäre auch erledigt. Das Tagebuch könnten wir mal lesen. Wie die Leute es lesen wollen. Diese Hanse ist verdammt seltsam. All diese harten Haudegen. Jeder mit hunderten von Morden auf dem Kerbholz. Für die Leute, die es lesen wollen, einfach mal Stopp drücken. So, dafür nochmal Weltkarte öffnen. Und dann gehen wir erstmal hier nach rechts. Genau. Und dann gehen wir von dort aus hier geradeaus. Und dann gehen wir hier hin. So machen wir das. Genau. Das sollte in Ordnung sein, ne? Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht allzu böse. Und die ganzen Hunde will ich jetzt ehrlich gesagt ignorieren. Gegen die habe ich ehrlich gesagt nicht so viel Laune zu kämpfen. Aber dafür ist hier wieder ein bewachter Schatz. Ein Schatz für mich. Ein Schatz für Melek. Ich freue mich. Umso mehr. Oh. Eine Kunde. Was sind das denn für Kimura-Arbeiter, hör? Chitin-Panzer. Kann hilfreich sein, aber das Viech ist jetzt gerade geflohen. Interessant. Sehr mutig. So, Brief meiner Mutter, beziehungsweise Brief an eine Mutter, für die Leute, die es lesen wollen. Könnte emotional sein. Aber der Arbeiter traut sich doch, der Kimura-Arbeiter. So. Nochmal die Weltkarte öffnen und dann schauen wir mal. Oh, hier ist ja noch ein Fragezeichen. Machen wir auch noch. Hab ich gar nicht gesehen. Machen wir jetzt eben. Ja, wie gesagt, ich finde das mega geil.
Es macht auch wirklich Spaß, nur die Frage ist halt immer wieder, inwiefern macht es Spaß? Es muss ja einigermaßen auch Sinn ergeben mit dem, was wir tun. Aber ich finde es echt geil, also wegen dieser Landschaft und so. Da macht das Questen schon ehrlich gesagt wieder ein bisschen Spaß. Das nicht war bei Wild Hunt eher weniger der Fall, aber hier scheint wohl etwas anderes zu sein. Okay, dann untersuchen wir das mal. Das Arbeiterlager. Was ist hier los? Moment mal. Irgendwas habe ich verpasst, glaube ich. Hier müsste irgendwas noch liegen. Ein versteckter Hinweis. Hier ist vielleicht ein Feuer oder so, ein paar Zelte. Habe ich was verpasst? Ich finde es gerade nicht, wenn ich ehrlich sein soll. Hier in der Kutsche ist auch nichts. Okay, dann könnte es nur in dem Gepäck sein. Magischer Gegenstand, aber mehr nicht. Was habe ich verpasst? Das ist kein Bug, oder? Durchsuche das Kikimora-Nest. Moment mal. Das ist hinter mir. Mache ich jetzt eben. Vielleicht können wir dann erst da fortfahren. Mit der kleinen... Ja, mit dem kleinen Lager. So. Das Nest müsste hier sein. Hier sind aber noch mehrere. Ich bin nicht alleine. Autsch. Oh Gott. Teilweise Gift und so. Aber nichts da. Kotzen kannst du auf jemand anderes. Dich hole ich mir. Nicht abhauen. So, nochmal. Oh Gott. Oh. Oh, oh, oh. Autsch. Nochmal. So, sehr gut. Kommt noch eins, glaube ich. Aber wo? Tot? Nein. Ist nicht tot. Ist er irgendwo hinten? Da, aus dem Boden. So, jetzt sind aber alle tot, glaube ich. Kikimora-Eier. Ich muss sie einäschern. Okay, das heißt, wir müssen wohl Igni nutzen. Igni ist ja unser bekannter Feuerskill. Für die Leute, die es nicht wissen oder Witcher gar nicht kennen. Genau. Das ist eins. Das ist zwei. Ah, die vermissten Arbeiter. Das ist ihnen also zugestoßen. Boah. Die tun mir echt leid. Einen Tag später. Okay, hier stimmt was nicht. Große Fußstapfen, die vierte Spur. Moment mal, wo sind wir denn jetzt gelandet? Ach du heiliger Strohsack. Ach nee, das ist jetzt gar nicht so weit entfernt. Gut, aber dafür haben wir unser Pferd, deswegen reiten wir schnell mal dahin. Oh, jetzt ist es so teilweise morgens. Die Sonne sollte so langsam auferstehen, hochkommen. Finde ich schön. Mann, Mann, Mann. Das ist echt cool gemacht. Los, los. Sonnenaufgang kann so schön sein. Erinnert mich ein bisschen auch an diverse Urlaubsorte, an denen ich war. Oh, hier können wir, glaube ich, die Höhle untersuchen.
wo es mindestens genauso schön war vielleicht. Das ist echt Hammer. Das ist wirklich Hammer. So, Sekunde. Jetzt einmal bitte hier rein. Monsterlager, Entschuldigung. Da habe ich gleich auch noch den falschen Skill genutzt gehabt. Dann gehen wir mal rein. So, Sekunde. Fackel gehört auch dazu. Dieses Erforschen, das ist halt immer wirklich dieses Interessante. Ich bin gespannt, welches Monster hier drin ist. Wir haben ja schon diverse Monsterarten gesehen, wo wir uns echt erschreckt haben. Und hier schreit gerade wieder einer rum. Aber was? Okay. Das scheint... Was ist das? Ein Reptil oder so, ne? Nee, Pflanzenfresser? Ja. Damit wir überhaupt was sehen. So, Sekunde, nicht so schnell. Da ist noch... Oh, da sind ja noch mehrere. Sorry, Leute. Uah. Das ist eklig. So. Da kommt noch was, oder? Nee, das war's. Heieiei. Gibt's hier sonst noch was? Ich finde das immer so spannend. Ein Schatz oder so ist hier nicht, ne? Doch, Moment mal, hier. Habe ich mal alles mitgenommen. Hier ist ein Tagebuch, das können wir lesen. Für die Leute, die es lesen wollen, einfach mal Stopp drücken. Das kennt jeder Hexer. Diesen Wunsch, alles fallen zu lassen und in den Sonnenuntergang zu reiten. Dieser hier hat entsprechend gehandelt und teuer dafür bezahlt. Da lebt niemand mehr. Aber vielleicht finde ich trotzdem ein paar Hinweise. Großmeister Schatzensch... Was? Großmeister Katzenschulausrüstung. Ach du Scheiße, wo soll das denn sein? Och Leute, da wollen wir ja sogar hin. Das passt doch. Machen wir noch jetzt, oder? Diese Katzenschulausrüstung. Ich glaube sogar, die ist besser als unsere. Ich weiß es gar nicht. Ich hoffe es doch zumindest. Komm, den ganzen Weg wieder zurück. Boah, jetzt bin ich aber neugierig, was das mir wohl bringen könnte. Das ist echt geil gemacht, ey. Also, wie gesagt, das Spiel macht wirklich einen sehr, 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 sehr guten Eindruck. Ich weiß, dass einige gar kein The Witcher spielen wollen. Aber wenn ihr wirklich ein Rollenspiel suchen solltet, dann ist das definitiv ein Spiel, was ich definitiv vielen empfehlen kann. Mit gutem Gewissen. So, wir reiten jetzt erstmal durch. Und dafür gibt es natürlich auch mehrere Gründe. Ich könnte jetzt natürlich sagen, ach, Grafik voll geil und so spielt das auf jeden Fall. Nein, aber es ist jetzt nicht nur die Grafik, sondern auch wie viel Herzblut in so einem Riesenprojekt von The Witcher 3 an sich steckt. Da haben die Entwickler sich so viel Mühe gegeben und so viel investiert und die sind so community-freudig. Ich bin der Meinung echt, dass das nicht bei vielen Publishern so ist. Das habe ich auch. Delaunays anwesend sein. Das habe ich auch selbst in Erfahrung bringen können, aber ihr darfst du vielleicht ein bisschen später. Was ist hier los? Villa Vedette. Interessant. So ist gut. So, Moment mal, da ist ein Anhang. Schauen wir uns das mal ein bisschen näher an. Vorsicht, großer weißer Schrecken, Gefahrenzone, nicht weitergehen, bla bla bla. Klopfen wir mal. Ich muss einen Weg hineinfinden. Okay, das scheint wohl nicht zu funktionieren durch die Tür. Also auf die konventionelle Art geht's nicht. Beziehungsweise auf die unkonventionelle Art. Machen wir das eben auf die konventionelle Art. Hier vielleicht rüber, oder? Komm schon. Kannst du nicht hoch? Geralt. Schade. Ein Versuch wäre es wert. Moment mal. Was ist denn hier? Nostrix. Dankeschön für die ganzen Zutaten. Und vielleicht können wir es schaffen. Moment mal. Da sind irgendwelche Arbeiter oder so. Okay, jetzt aber rein. Hi. Oh Gott, das sind Banditen. Die haben das hier eingenommen oder so. Räudig. Du bist räudig. Oh Gott, wir haben gar keine Schwalbe. Ich habe vergessen zu meditieren. Das wollte ich auch noch machen. Fuck. Jetzt muss ich aufpassen.
Autsch. Autsch. Komm schon. Oh oh. Brüder, töten wir! Oh mein Gott. Das könnte bitter werden. Das könnte ziemlich bitter werden. Ich muss aufpassen. Ich habe keine Schwalbe oder so. Vorsicht! So, okay. Noch ein Bandit, glaube ich. Heute kommt der Tod dich holen. Meinst du? Ich finde das echt geil, dass wir so rollen können und auch so agil sind. Wie eben ein Jäger und ein Wolf. Damit werde ich nicht fertig. Ich packe es einfach nicht. Bei Majorans Wunden. Beruhige dich, es ist vorbei. Ich danke dir, Herr. Vergib, dass ich außer Fassung bin. Brauchst du vielleicht etwas Ausstattung, Monsieur? Was hast du denn zu verkaufen? Tja, das wäre gut. Also, König Folters Maske können wir ja verkaufen. Die ganzen Bolzen, ach, ist unverkäuflich. Interessant. Ach so, ja, klar. Ja, was wir sonst machen könnten, ist eigentlich so ein bisschen reparieren. Lässt er uns das überhaupt? Nee, lässt er, glaube ich, nicht. Gut. Dann mal ciao. Danke, bis dann. Ich habe jetzt nicht geguckt, was der irgendwie hier macht oder irgendwie hierher gekommen ist. Ich denke einfach mal, der wohnt hier oder ist einfach hierher gereist. Das kann alles sein und deswegen müssen wir jetzt nochmal den einen Punkt finden. Was ist denn hier? Aufnehmen. Nee, Alkohol will ich nicht. Alkohol brauche ich nicht. Alkohol macht dumm. Farbmittellösung, auch nichts super Interessantes. Ja gut, wir müssen jetzt diese eine Ausrüstung finden. Wenn wir die finden, ne, dann haben wir echt... Dann brauchen wir gar nicht mehr so viel. Oh, der hat eine Zwiebel. Nehme ich gerne mit. Lecker. Zwiebeln sind gesund. Hm. Hier könnte auch was sein. Ja, nehme ich einfach mal mit. Kronen, eine Kette. Ja, die Banditen sind krasse Plünderer. Und wir jetzt gerade auch. Weil wir machen das auch, glaube ich, ohne... Berechtigung. Gehen wir mal am besten in die Häuser. Oh, hier durch können wir scheinbar nicht. Oben lang. Moment mal, hier muss doch noch was sein, oder? Abgenutzter Lederbalk. Teilweise Schnürchen und so. Da. Meisterhafter Gegenstand. Aber das ist jetzt auch nicht alles. Hier muss irgendwo noch ein Rezept sein. Ein Rezept, um meine Rüstung herzustellen. Gesellenreparaturen-Set. Chitin-Panzer, ja, das kann ich mal alles mitnehmen. Hm. Hier vielleicht? Oh, abgeschlossen. Oh, es tut mir leid, dass ich gerade niesen musste. Ich konnte es mir nicht... Ja... Ich konnte es mir nicht anders erlauben. Tut mir leid, Freunde. Keine Sorge, ist nicht ins Mikro. Oh mein Gott, ey, ist das anstrengend. Hm. Wo lang? Also hier ist scheinbar nichts. Das heißt, es ist im Gebäude. Im Gebäude, im Gebäude, im Gebäude. Deswegen gehe ich jetzt hoch. Fuck, die sind ja alle abgeschlossen. Moment mal. Ich habe eine Idee. Machen wir mal Art. Können wir hier hoch? Nee. Abgesperrt. Shit. Hier liegt auch gar nichts. Also wer hier finden soll, der sollte mal suchen. Hier sind teilweise Kronen. Gibt es denn hier noch irgendwo Schätze? Handfaser, bla bla bla. Können wir hier in das Haus? Ja, können wir. Okay, hier liegt, glaube ich, was, oder? Hier ist eine Truhe. Kästchen. Gegrilltes Schweinefleisch.
Röstschinken. Nee, brauche ich auch nicht. Aber hier sind teilweise Truhen. Da. Untergehen in Blau. Was gibt es noch? Oh, das sieht so schön aus hier, ne? Ich finde diese Wohnung teilweise von den Dorfbewohnern echt schön. Hier ist noch eine Zwiebel. Da haben die Entwickler sich echt Mühe gegeben. Also, ein bisschen auch aufs Detail geachtet, ne? Wenn man jetzt mal schaut, da ist eine Kerze, da sind irgendwelche Knoblauchsorten, da ist Wein. Das Bett ist, sieht auch ganz akkurat gerichtet aus. Mit Heu und so auf dem Boden. Das sieht schon geil aus. Also, es ist nicht... ja, undetailreich. Also, es ist alles wirklich sehr detailreich gestaltet. Das gefällt mir auf jeden Fall. Also, darauf achte ich auch, ehrlich gesagt. Was ist denn hier? Oh. Wir haben's. Also, für die Leute, die es lesen wollen, einfach mal Stopp drücken. Hier ist wieder irgend so ein Brief. Noch ein Leben, das durch Gier und Ehrgeiz kompromittiert und schließlich zerstört wurde. Ja, ziemlich viel. Ziemlich viel haben wir hier erlebt. Und deswegen kurz meditieren. Bis zur Abenddämmerung. Oder machen wir mal bis Mittag. So. Ja, und ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt hier von Let's Play The Witcher 3 Blood and Wine. Es hat richtig viel Spaß gemacht und ich hoffe, ihr seid dann wieder nächstes Mal dabei. Hat ein bisschen lang gedauert, Schatzsuche hin oder her. Ich fand's ziemlich geil. Und ein bisschen haben wir jetzt am Ende gesucht, aber das ist ja nicht so schlimm. Das gehört halt auch ein bisschen dazu. In diesem Sinne, ciao.